Deutsch auf Bayern 1 mit dem Schauspieler Robert Azzorn und Conny Glocker. Er ist ein Nordlicht, das sich zu Bayern bekennt, weil er sich hier heimisch fühlt, im Chiemgau in Oberbayern. Und das gefällt uns natürlich. Schön, dass Sie da sind, Robert Azzorn. Hallo, Frau Glocker. Geboren sind Sie in Bad Polzin in Pommern, aufgewachsen dann in Oldenburg und in Hamburg. Jetzt ist aber Bayern Ihre Wahlheimat. Ja, schon lange, seit Jahren schon. Wir sind gleich nach der Hochzeit, Angelika und ich, wir haben 75 geheiratet und sind gleich nach Bayern gegangen, weil wir brauchten Abstand, ich will das nicht vertiefen, aber wir brauchten Abstand zu meinen Eltern. Und da dachte ich, wo gehe ich dann hin, so weit wie möglich weg und runter, also nach München. Ich war ja in München schon auf der Schauspielschule vorher, ich kannte München ja schon ganz gut, weil ich mit meinen Eltern nach dem Abi hier war und ein paar Jahre gelebt habe, Musik gemacht habe und so weiter. Und deshalb war mir das schon ein bisschen vertraut. Und ich dachte, das ist die Stadt, wo wir jetzt anfangen. Außerdem hatte ich Glück, dass der Degen mich ans Resi holte in so einer Nebenrolle für Faust. Da habe ich, einen Studenten gespielt, musste Gitarre spielen mit Frau Maria Becker. Das war ziemlich kompliziert für mich, weil ich auch Angst hatte vor ihr. Aber es ging dann irgendwie und dann bin ich da geblieben am Resi. Michael Degen, damals Regisseur. Genau. Also über Ihre Liebe und Ihre Beziehung zu Bayern reden wir noch ein bisschen ausführlicher später. Wir haben viel Zeit, 2 Stunden. Ich freue mich drauf. Schön. Er ist der Kapitän. Er ist Tatort-Kommissar und er war unser Lehrer Dr. Specht. Heute sitzt der Schauspieler Robert Azzorn auf der blauen Couch von Bayern 1. Robert Azzorn, ein sehr facettenreicher Schauspieler, einer der bekanntesten in Deutschland. Wir kennen ihn als Dr. Specht, als Kommissar Jan Castorf im Tatort, als Pfarrer Hermann Wiegand in O Gott, Herr Pfarrer, als Hamburgs Bürgermeister in Dieter Wedels Affäre Semmeling, aus den Stahlkammern Zürich, als der Trinker, als Kapitän und so weiter und so weiter. Sehr unterschiedliche Charaktere. Von welcher Rolle würden Sie sagen, die hat mich besonders gefordert? Jetzt kommt ein Klischee, weil das ist, glaube ich, immer so. In dem Moment, wo man sich für eine Rolle entscheidet und ich spiele, geht man, das wissen Sie doch auch, Frau Glocker, da geht man hundertprozentig rein und die fordert einen auch besonders. Es gab zum Beispiel, aber im Trinker zum Beispiel, so ein paar Szenen, vor denen ich selber sehr viel Respekt hatte. Wir haben sie dann irgendwie hingekriegt, aber da hatte ich Angst. Außerdem war das ja ein Thema, was mich sowieso sehr berührt und wo ich eine große Botschaft hatte, um nochmal auf die Gefährlichkeit von Alkohol hinzuweisen. Deshalb war ich da besonders, sagen wir mal, 1000-prozentig engagiert, sonst vielleicht manchmal nur 999%. Ach, nur so wenig? Ja, kann jetzt passieren. Die großen Serienrollen, der Dr. Specht und der Pfarrer, aus der Distanz betrachtet, waren das Schlüsselrollen für Sie jetzt, was die Popularität betrifft oder die Art der Arbeit? Also ich muss sagen, oh Gott, Herr Pfarrer habe ich geliebt, weil ich kurz zuvor Kolping verkörpert hatte, auch in einem Mehrteiler. Und da dachte ich, warum gibt's das eigentlich? Das gab's damals ja noch nicht. Ein Pfarrer als Hauptrolle für eine Serie. Und ich hatte so, Entschuldigung, ich habe einen guten Draht nach oben, muss man leider sagen. Oder ist ja auch schön. Und ich habe gesagt, das bräuchte ich jetzt. Und Sie werden es nicht glauben. Aber 2 Tage später riefen die an und haben mir diese Rolle angeboten. Wahnsinn, toll. Ja, das ist toll. Das so es funktioniert. Ist. Ach, verstehe. Ich habe auch jetzt lange nicht mehr richtig beruflich Verbindungen da oben geknüpft. Ich muss das, glaube ich, mal wieder machen. Damals im Dr. Specht hat eine junge Schauspielerin mitgewirkt, groß, schlank, blond, die dann später eine große Karriere gemacht hat, Veronika Ferres. Haben Sie ihr das damals zugetraut? Ja, weil sie sehr speziell war und was Besonderes hatte, absolut. Und dann hatte sie auch schon Kontakte mit Götz George und so berühmten Kollegen und da dachte ich, ja, die hat was. Und sie kam ja auch super an in der Serie und das habe ich mir gedacht. Sie ist ein ungewöhnlicher Typ. Das Gesicht ist ungewöhnlich, hat so ein bisschen was Ostisches oder so, diese breiten Backenknochen und sowas. Sie hat einen unheimlichen Charme. Sie war natürlich saumäßig ehrgeizig, das hat man auch gemerkt. Aber ich habe mir gedacht, die kommt hoch. Und wie man sieht, hat es geklappt. Sie kommen eigentlich klassisch vom Theater. Ich erinnere mich noch in Ihre Zeit am Münchner Residenztheater. Einer Ihrer Söhne ist jetzt auch am Theater, der Jens. Ja, Jahrgang 76, spielt in Mannheim im Ensemble des Mannheimer Nationaltheaters. Unter anderem in dieser Spielzeit zu sehen als Erzähler in Schillers Jungfrau von Orleans. Sie haben sich's gerade angeschaut. Ich habe die neueste Premiere, die haben Macbeth gespielt. Okay. Da spielt er den Sohn des Königs. Und die Rolle ist, normalerweise geht die ja total unter. Aber hier hat der Ferenc Frickschey das so inszeniert, dass sie am Schluss eine Riesenszene haben in einer Badewanne. Er mit der Malcolm zusammen mit dem Macduff. Und das haben die wirklich genial gespielt, muss ich sagen. Ich war wirklich zum ersten Mal hundertprozentig zufrieden mit ihm. Ich habe gesehen, er ist jetzt so Anfang 30, er hat einen riesen Sprung gemacht, er ist ein richtiger Mann auf der Bühne, er ist abgenabelt, er ist inzwischen auch verlobt und so, das tut ihm alles gut, er richtet sich auf, also es war eine Freude, das zu sehen. Schön, ist ja nicht so einfach, wenn die Eltern beide Schauspieler sind. Ihre Frau, die Angelika Hartung, ist auch Schauspielerin und wenn dann der Bub
auf der Bühne ist, da schwitzt man schon mal ein bisschen mit, ja, oder? Total, das ist also beim Sohn noch besonders aufregend, klar. Wie kommt er an, wie kriegt das hin? Aber diesmal war ich richtig zufrieden. Ich war nicht immer zufrieden, aber ich dachte, okay, er ist auf dem Weg, wir haben alle unsere Fehler gemacht, auch unsere Abstürze hinter uns und so. Aber diesmal sagst du es richtig auf den Punkt, richtig gut. Schauspieler Robert Azzorn auf der blauen Couch von Bayern 1. Conny Glocker mit Tatortkommissar Robert Azzorn auf der blauen Couch von Bayern 1. Vater Azzorn und Sohn Jens, beide sind im selben Metier, beide Schauspieler. Erarbeitet ihr Rollen miteinander? Gibt's da Tipps vom Papa? Nee, früher schon, als er auf der Schule war, auf der Schauspielschule war er noch. Aber jetzt eigentlich nicht. Ich denke nur, mein anderer Sohn will ja auch in die Branche rein, der will Regie machen. Es ist ganz wichtig, dass man sich selber nicht verliert. Dass man immer ehrlich zu sich selber bleibt, dass man sich morgens in den Spiegel gucken kann, dass man sich nicht verkauft und diese Dinge sich selber wirklich immer wieder reinhört bei sich selber. Soll ich das wirklich machen? Ist das meins? Und so weiter. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut bei denen jetzt. Der eine Sohn ist Schauspieler geworden, der zweite, der Daniel, möchte auch zum Film. Ja. Der hat aber Tontechniker gelernt erst einmal. Der ist Tontechniker, der ist ja auch fertig und jobbt auch damit und hangelt sich so durch. Er schwankt so, ob er nicht vielleicht doch Dokumentation machen möchte, weil er ist hochpolitisch engagiert und möchte die Welt verändern. Das wollten wir ja alle mit 30 ja, oder so. Da käme Dokumentation ihm, glaube ich, wahnsinnig entgegen. Er hat jetzt auch einen Film gemacht, den er beim NDR wahrscheinlich durchkriegt. Und dann wird das sein erstes Werk sein und dann wird es hoffentlich weitergehen. Also er überlegt nur, wie es weitergeht. Der lebt im Nein, Berlin, der will ich, Regie ja? machen, nur ja. wie er das jetzt am besten hinkriegt. Das ist ja alles nicht mehr so einfach. Der ganze Nachwuchs, immens viele Leute wollen in diese Branche rein. Natürlich verführt auch Deutschland sucht den Superstar und Heidi Klums Topmodell und diese ganzen Geschichten. Denkt man natürlich als Außenstehender, das ist die große Welt, da esse ich nur noch Kaviar, trinke Sekt und nur noch nackte Weiber und dieser ganze Mist. Wenn es so einfach wäre. Ja, wenn es so einfach wäre, wäre es toll. Aber es drängen auf jeden Fall wahnsinnig viele rein. Also ich kenne ja nun wirklich viele Schauspieler so im Laufe der Zeit. Und wenn ich an den Drehort komme, aber immer, ich wundere mich immer, dann sind mindestens immer noch 5 bis 6, 7 Namen dabei, die ich noch nie gehört habe. Und die alle toll sind auch. Das ist also für mich selber überraschend. Ihre Theaterkarriere haben wir gerade angesprochen. Also Schauspielschule war in München. Dann erstes genau. Engagement Württembergische Landesbühne, Zürich, Münster, Köln, Dortmund und dann eben Bayerisches Staatsschauspiel in München. Das Theater auf der Bühne stehen, machen Sie gar nicht mehr. Wird Sie das nicht noch einmal reizen? Doch, ich habe auch ein Stück bei mir zu Hause liegen, da könnte ich eine Uraufführung spielen, eine Vater-Tochter-Geschichte. Die reizt, mit der gehe ich gerade so schwanger. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch wirklich kann, ob ich diesen Riesenraum auch noch mit der Stimme füllen kann. Nun kann man sagen, okay, nimmst halt wieder ein paar Stunden Stimmtechnik oder so. Es war immer so beim Theater, dass ich immer Stimmprobleme hatte. Das war irgendwie so ein Manko bei mir. Also muss ich leider sagen, wenn ich oft brüllen musste oder war ich hinterher heiser und so, ich habe mich immer rumgequält, deshalb war ich beim Drehen so froh, dass ich ganz normal, ganz leise und ganz verhalten spielen konnte und mich mehr auf mein Gefühl verlassen konnte. Ich musste nicht immer für die 30. Reihe spielen. Das fand ich so schön und deshalb habe ich so ein bisschen Manschetten auch davor, jetzt wirklich mal wieder mich dem auszusetzen. Aber vielleicht mache ich's. Das ist ein neues Stück? Es wäre eine Uraufführung, ja. Es ist halt doch nochmal was anderes. Mein Fernsehen, Film machen ist wahnsinnig schwer. Der Ansatz ist ganz anders. Mhm. Du musst es wiederholbar machen, du musst den Abend tragen. Es ist Gott sei Dank nur 2 Personen, also insofern ja, ist die Auswahl ist nicht so Text. Groß, wo man hingucken kann als Zuschauer. Aber trotzdem, von der Anstrengung her ist es nicht zu vergleichen, ist viel mehr. Die blaue Couch auf Bayern 1, jeden Sonntag zwischen 12 und 2. Schauspieler Robert Azzorn auf der blauen Couch von Bayern 1. Robert Azzorn, Bayern 1 spielt zurzeit die Hits ihrer Jugend, heißt bei uns der Slogan. Was war da Ihre Musik in der Jugend? Sie waren ja Schlagzeuger mal, gell? Ich habe Schlagzeug gelernt, ja. Das ist ein Instrument, was ich immer noch am tollsten finde von allen. Ich drücke mir auch manchmal jetzt noch die Nasenplatte in irgendwelchen Musikgeschäften und denke, ist das nicht ein wunderbares Instrument? Aber ich selber spiele nicht mehr. Damals habe ich gespielt, wir haben sogar im Starclub gespielt. Das in war Hamburg? So die, ja, das aber war hallo. Kurz nach den Beatles. Die Rattles waren so die deutsche Band damals, die ich total geil fand. Und mit Achim Reichel sind wir immer noch befreundet, den kenne ich immer noch. Ich wollte dann auch doch Abitur machen, oder ich war mir nicht sicher, ob das wirklich eine Zukunft hat. Aber das war so meine Zeit. Und da sind ja die ganzen Bands hingekommen. Also die Zeit der Stones und Beatles, das war so die großen Mitte 60er Jahre. Aber was zum Beispiel eine Band, die ich nie vergesse, war Cream mit Ginger Baker.
Und das war so meins, die fand ich klasse. Und die sind ja da, Ray Charles war sogar da im Starclub und so, das war so meine Zeit. Und später, als ich dann in München war, auf der Schauspielschule, habe ich ja immer noch gespielt, hatte hier auch eine Band. Ich habe den Namen leider vergessen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir hießen. Jams Edelstein oder irgendwie sowas. Und da haben wir hier in den amerikanischen Clubs gespielt. Und deshalb, ab da war so Soul-Musik das Ding für mich. Wird das manchmal noch aufgelegt daheim? Ja! Ja, gibt's noch die Platten oder Plattenspieler vor allen Dingen im Hause? Nein, das haben alles die Kinder mitgenommen, die Söhne. Das ist alles irgendwann ausgewandert. Und Platten habe ich keine mehr, aber CDs schon noch. Ja, diese ganze alte Zeit. Die bringt mich total wieder hoch. Ich fand immer das Tollste an diesem. Es gab hier in München auch so einen wahnsinnigen Club. Direkt neben der Isar, neben einer Kirche, Fraunhofer Straße da irgendwo. Nur Schwarze drin und nur Soul-Musik. Das war genial, diese Musik da. Da haben wir, also immer wenn wir aus dem Konzert kamen von Augsburg zurück, aus der oder Bad Tölz von irgendeiner Kaserne, sind wir da abends immer noch hingegangen. Und das waren einfach die Heroes damals. Also um ein Haar wäre der Musiker geworden, der Robert Atzer. Hätte mir passieren, ja, hätte passieren können. Ja. Er ist der Kapitän. Er ist Tatortkommissar. Und er war unser Lehrer Dr. Specht. Heute sitzt der Schauspieler Robert Atzorn auf der blauen Couch von Bayern 1. Robert Atzorn, er mag Bayern, die Landschaft, die Seen und er ist ein Mann der Meditation, der in sich hineinhört. Kraft durch Meditation, ist es ein Weg oder ein Lebensmotto oder wie kam es dazu? Ich weiß nicht, wie das genau entstanden ist, weiß ich nicht mehr. Nur es war so, seit ich mit Angelika zusammen bin, waren wir eigentlich immer im weitesten Sinne, in Anführungszeichen, auch an Heilung und Wachstum interessiert. Sagen wir mal so, meine Vergangenheit und auch ihre war so kompliziert und so neurotisch geprägt aus diesen Familienstrukturen. Wir sind ja beide Nachkriegskinder. Diese Elterngeneration war so kompliziert und eigentlich nur mit ihrem eigenen Überleben beschäftigt, dass die Kinder, also wenigstens war es in meiner Familie so und bei Angelika auch, doch irgendwie zu kurz kamen. Angelika hat drei Brüder gehabt, ich habe noch einen Bruder. Auf jeden Fall war dann, als wir anfingen, unser Leben neu aufzustellen oder aufzubauen, war eigentlich Wachstum und Heilung so das Hauptthema. Und dann haben wir mit allen möglichen Sachen angefangen. Wir waren eben Vegetarier über eine ganz lange Zeit oder wir haben esoterische Sachen, diese ganzen Steine da, uns damit beschäftigt. Wir haben Seminare besucht und so ging das so Schritt für Schritt immer weiter und plötzlich hatten wir gar keine Neurosen mehr, sondern fanden uns eigentlich ganz okay. Und dann fragt man sich irgendwie, so nach 10 Jahren war das ungefähr, ja, es war eigentlich so schön, immer auch rauszukommen, den Rucksack, den neurotischen abzubauen. Und jetzt geht's uns eigentlich gut, wie gehen wir denn jetzt weiter? Was ist denn eigentlich der Sinn? Worum geht's denn hier eigentlich? Und dann sind wir langsam, auch nicht zuletzt durch, oh Gott, Herr Pfarrer, mit diesen ganzen spirituellen Themen nochmal in Kontakt gekommen, bis wir dann bei Yogananda quasi hängen geblieben sind. Das ist Kriya-Yoga, es ist ein Yoga-Weg, der uns am meisten entspricht. Und den gehen wir jetzt auch schon seit 20 Jahren. Da haben auch Mönche eine große Rolle gespielt. Ja, wir wohnen ja jetzt im Chiemgau und wir sind sehr befreundet mit Franziskanermönchen da in Mariaegg. Besonders mit Bruder Erich, der ein wunderbarer Mönch ist und diese Gaststätte und das Hotel leitet, den wir regelmäßig sehen. Ich habe auch eine große Affinität zum Katholizismus. Ich mag das einfach, wenn an jeder Ecke Jesus mir begegnet oder so. Die heilige Irmengard, die beschützt uns ja im Chiemgau alle. Die schwebt ja über allem. Und die hat eine eigene Kapelle auf der Fraueninsel und da gibt es eine Ecke, wo man irgendwie seine Wünsche oder seine Anliegen niederschreiben kann. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben die Dankschreiben, wenn es passiert. Wenn es wirklich die Heilung eingetreten ist, entweder ist jemand gesund geworden oder man ist schwanger geworden oder was immer. Und das rührt mich zutiefst an, muss ich sagen. Man kann ja der Kirche vorwerfen, was man will. Natürlich gab es auch dunkle Zeiten. Aber trotzdem, wie das in Bayern verankert ist, gefällt mir total gut. Sie haben das immer mit Ihrer Frau zusammen gemacht, diese Wege? Ja. Begonnen und auch weiter gegangen. Ja. Es war immer eine Einheit zwischen euch. Ja, was das angeht schon. Ja. Ja. Nun sagt man ja sowieso, die Frauen sind das stärkere Modell, das stimmt sowieso. Ja auch. Sowieso? Ja, sowieso. Ich habe neulich gerade wieder so einen Vortrag gehört von einem Gehirnforscher, der hat eben auch erzählt, das Tolle ist eben, die Frauen haben ja das X-Chromosom, während die Männer ja nur das Y-Chromosom haben. Das heißt, denen fehlt ein Ersatzreifen. Die Frauen haben einfach mehr Gene. Ja, mein. Deshalb sind, ja, mein. Es tut mir furchtbar leid, aber es ist so. Das müssen wir als Männer leider akzeptieren. Es ist aber wirklich so. Und deshalb, ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen im Alleingang und jetzt höre ich nur auf die Intuition von Angelika, wenn die sagt, nee, mach das mal so. Ich glaube, da ist was im Argen. Dann mache ich das auch so. Super. Gut, gell? Schauspieler Robert Atzorn auf der blauen Couch von Bayern 1. Die blaue Couch auf Bayern 1. Lassen Sie uns reden.
Ihre Meinung ist gefragt. Ich nenne Ihnen jetzt ein paar Begriffe und Sie sagen mir bitte, was Ihnen dazu einfällt. Erster Begriff, Europa. Fühlen Sie sich als Europäer? Also in erster Linie fühle ich mich schon als Deutscher, muss ich sagen. Wenn ich jetzt in Amerika bin und gefragt werde, dann freue ich mich sehr, dass ich Europäer bin. Insofern, ich fühle mich hier total verwurzelt. Aber letztlich fühle ich mich, auch wenn ich Italien sehr liebe und Spanien war ich und in Dänemark und ich kenne es ja fast alle Länder, fühle ich mich doch irgendwie als Deutscher. Mhm. Also wenn ich ganz weit weg bin, in Asien, dann bin ich natürlich Europäer. Und bin auch stolz drauf. Ja, stolz. Ja, irgendwie schon. Weil unsere tiefe Kultur, die spürt man doch. Und wenn man das auch mit amerikanischen Bauten vergleicht, da denkt man, doch, diese Dome hier. Und deshalb kommen die Amerikaner ja auch so gerne her und gucken sich das alles an, weil sie kennen das ja nicht. Das ist alles aus dem Boden gestampft, mehr oder weniger, innerhalb von 200 Jahren. Insofern fühle ich mich eigentlich als Deutscher, aber weitergefasst auch als Europäer, ja. Sehr schön. Dann vielleicht nochmal in Kürze, wir haben es gerade schon angesprochen, Religion und Kirche, der Stellenwert in der heutigen Zeit? Ich bin immer überrascht, wenn der Papst irgendwo auftritt, was da für ein Feedback ist. Wenn der Jugendtag ist in Köln, ehrlich gesagt freue ich mich darüber, dass jemand dafür steht, diese Werte noch, die irgendwie alle bröckeln, noch weiter zu verteidigen. Auch wenn die Kirche immer als konservativ dasteht. Also evangelische weiß ich gar nicht mehr so, weil ich jetzt so lange in Bayern lebe. Ich rede jetzt von der katholischen Kirche. Finde ich das wunderbar, dass die einfach einen ganz festen Standpunkt haben und es trotzdem so viele, viele tausende junge Menschen davon angesprochen sind und das auch akzeptieren. Das gefällt mir gut. Also deshalb finde ich, ist Kirche sehr, sehr wichtig heute. Dann das andere Extrem, die Glitzerwelt im Showbusiness, der rote Teppich. Ja, mein. Ja, was ist damit? Muss. Ja, viel mehr ist es eigentlich nicht. Ich gehe eigentlich relativ selten hin. Ich habe alle Feste einmal mitgemacht. Ich weiß, dass ich habe ja selber goldene Kamera und sowas bekommen. Das ist unheimlich schön. Es schmeichelt dem Ego und so weiter. Aber inzwischen, ich bedauere immer, dass man sagt zwar immer, man trifft Kollegen und kann da tolle Kontakte knüpfen. Meistens bleibt es ja an der Oberfläche. Ich lade dann lieber die Leute, mit denen ich sprechen möchte, zu mir nach Hause ein. Und dann kann man wirklich intensiv reden und auch über Projekte visionieren oder sich was ausdenken. Das gefällt mir eigentlich besser. Aber hin und wieder muss man es auch machen, um irgendwas zu verkaufen. Aber es ist nicht das, wo ich also mit großer unbedingt Lust hingehe. Tracht und Brauchtum. Lieb ich es gibt total hin und wieder Fotos und da hat da so ein. Naja, das war noch eine, also eine. Sehr schön. Es war eine große Ehre für mich, als wir eben aus Hamburg zurückgezogen sind im letzten Jahr 2007. Den Anstich auf dem Oktoberfest machen durfte, das habe ich geliebt total. Und dann dieser Umzug am nächsten Tag, am Sonntag, wenn da 6 Kilometer alle Orte mit ihren verschiedenen Trachten da durch die Maximilianstraße ziehen, das berührt mich zutiefst. Ich finde es schön, das ist so, das vermittelt so ein Gefühl von, hier ist die Welt noch in Ordnung, da stimmt's irgendwie noch. Oder wenn in die Dorffeste sind, wo man zusammenkommt, im kleinsten Kreis, mit viel Bier zwar, aber diese wunderbare Musik, die dann gespielt wird, ich liebe es total. Und ich bin auch stolz auf Bayern, dass die das noch so aufrechterhalten und sich nicht das alles kaputt machen lassen hier. Letztes Stichwort natürlich aktuell, Grillen. Bayern 1 feiert heute die zweite Grillmeisterschaft. In Bad Tölz ist heute das Finale. Okay. Wer legt zu Hause im Hause Atzorn im Garten die Würstel auf den Grill oder gibt's keine Würstel? Die gibt's eigentlich nur, wenn die Kinder zu Besuch kommen. Aha. Also ich esse schon gerne Würstel, aber nicht so oft. Wir essen und nicht Fleisch so viel auch wieder. Fleisch. Ja, doch, hin und wieder schon, aber in Maßen. Und wenn der wirklich der Tag schön ist, dann mache ich das schon. Wir haben einen wunderbaren Grill, ein sehr teures Modell. Ich fand es eigentlich zu teuer, aber es ist okay. Und auch mit den Soßen und so, das macht schon Sauspaß. Aber okay, es müssen Freunde kommen oder es müssen die Kinder da sein, sonst lohnt sich's nicht. So für mich alleine mache ich das nicht. Gibt's bei euch auch die klassische Rollenverteilung beim Grillen? Der Mann legt das Fleisch drauf und wendet es und die Frau macht die Soßen und deckt den Tisch? Ja, so ist es bei uns auch. Woher kommt das? Warum? Nein, ich weiß es einfach auch so. Nicht. Ich verstehe es auch immer nicht. Ja, das stimmt. Es gibt wir Männer, die stehen ja das ganze Jahr über nicht in der Küche. Nur wenn es ums Grillen geht, also weg, meine Sache. Das stimmt, da muss ich nochmal drüber nachdenken, weiß ich auch nicht. Robert Atzorn ist eines der Gesichter des deutschen Fernsehens. Heute ist er Gast bei Conny Glogger auf der blauen Couch von Bayern 1. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit dem Schauspieler Robert Atzorn und Conny Glogger. Viel haben wir schon über Robert Atzorn erfahren, über den Sinnsucher, einen selbstkritischen, einen lebensfrohen Menschen. Einer ihrer besten Freunde ist Indianer. Ja. Der lebt auch in Amerika. Der lebt nördlich von Los Angeles oder noch in der Nähe von Santa Barbara in den Bergen. Und das ist quasi der Originalstammplatz dieses Stammes auch. Das sind Chumash-Indianer. Wir sind mit denen in Kontakt gekommen 1992, als in Salzburg ein
sogenanntes Uranium Hearing war. Indigenous People, also eingeborene Völker, eingeladen worden aus der ganzen Welt, um zu erzählen darüber, was gemacht wird in ihren Landstrichen mit Uranabbau. Weil meistens, auch in Amerika ist es so, die bauen irgendwo Uran ab, holen sich die Indianer, lassen die in die Gruben reinklettern und arbeiten, das Zeug rausholen, dieses strahlende Zeug, ohne zu sagen, wie gefährlich das ist natürlich, und kippen das alles in die Reservate, die Reste. Und das ist natürlich ein Verbrechen sondergleichen. Und die kamen eben zu uns, da war Simo Huahute, ein sogenannter heiliger Mann, ein Medizinmann da mit ein paar Leuten, die mit ein paar Trommlern zusammen, und die haben bei uns gewohnt. Er selber nicht, er war bei einer Freundin von uns, aber sie haben sehr gerne unseren Zirkuswagen okkupiert, den wir hatten, und seitdem ist diese Freundschaft entstanden. Bringen hier zu Gespräche mit einem anderen Naturvolk auch, dass man anders mit eigenen Augen durch die Natur geht? Ja, total. Es wird alles viel kostbarer. Das können Sie sich ja auch vorstellen. Also, schon lange her, dass man Castaneda gelesen hat. Ja, zum Beispiel, das ist ganz klar, dieser Respekt einfach vor den Naturgesetzen, was wir so total verloren haben, das ist da einfach ganz stark, und das verstehen Sie auch an den Weißen nicht wirklich, was da eigentlich abgeht, diese Gier. Die ist nicht da. Immer wenn du was aus der Natur nimmst, musst du was zurückgeben. Die ganzen Tiere sind eigentlich kleinere Brüder und Schwestern. Sie haben eine ganz tiefe Beziehung zu diesen ganzen Dingen, zu jeder Pflanze. Sie können sich sogar reinversetzen in die Bäume, mit denen zusammen meditieren. Das ist nicht wie bei uns im Yoga irgendwie, dass du Atemübungen machst oder sowas, sondern die meditieren viel mehr mit der Natur. Sollten wir uns alle ein Beispiel nehmen. Er ist der Kapitän. Er ist Tatortkommissar und er war unser Lehrer Dr. Specht. Heute sitzt der Schauspieler Robert Azorn auf der blauen Couch von Bayern 1. Robert Azorn, Sie leben in Bayern? Ja. Haben früher schon in Bayern gelebt, sind irgendwann einmal dann wieder zurück nach Hamburg. Kurz. Sehnsucht nach dem Meer, Sehnsucht nach der Großstadt, und haben dann nach relativ kurzer Zeit festgestellt, braucht's nimmer, wieder zurück in den Süden. Ist erstaunlich. Weiß ich gar nicht, ob das so erstaunlich ist. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich nicht mehr zu verpflanzen bin. Ich bin ja weg, weil hier so ein paar Erlebnisse hatte, die mich sehr irritiert haben, sagen wir mal so. Wir wollten ja zum Beispiel in Prien ein Bistro aufmachen. Mhm. Hammer auch. Ja. Aber dann habe ich mich mit meinen Partnern so anlegen müssen, oder wir sind so über den Tisch gezogen worden und so ausgenutzt worden, dass ich dachte, aha, also der Preuße muss hier über die Klinge springen, wenn irgendwas schief geht. Dann bin ich hier wohl doch falsch. Und das hat mich so enttäuscht, menschlich auch, dass ich sagte, nee, dann gehe ich doch nach Hamburg zurück. Weil natürlich habe ich eine gewisse Verbindung nach Hamburg nach wie vor. Eben, ja. Es ist aber nicht die Sehnsucht nach der Großstadt, sondern einfach... Die Wurzeln. Die Wurzeln, ja. Dachte ich. Na gut, dann sind wir also umgezogen, haben alles abgebrochen hier. Wobei die Bayern entzückend waren, weil sie sagten, was, ihr geht nach Hamburg? Ja, mei, das ist ja schade. Aber ich verstehe es auch, die große Stadt, und Hamburg ist so schön, da war ich auch schon mal und so. Umgekehrt, als wir dann von Hamburg wieder weggingen, sagten die Hamburg, ja, was ist das denn? Wieso willst du denn, wie, nach Bayern wieder zurück? Also die waren echt pikiert, dass wir wieder zurückgehen. Die können das irgendwie nicht so einordnen. Dann hat sich eben gleich nach 3 Monaten, Angelika kriegte schon immenses Heimweh. Und dann fuhren wir über den Irschenberg, weiß ich auch noch. Und dann fing sie an zu heulen, als man so den Chiemsee da sah und die Berge. Und dann sag ich, was ist denn los? Und dann sagt sie, stellt sich denn bei dir da oben jetzt irgendwie ein Heimatgefühl ein oder sowas? Nö, eigentlich nicht. Ja, können wir dann wieder nach Hause gehen? Nach Hause ist schön. Ja. Also dann gehen wir wieder. Und dann haben wir die Zelte da oben wieder abgebrochen. War auch nicht so einfach. Aber das haben wir dann gemacht und sind jetzt wieder total happy. Ich war immer eigentlich unruhig. Ich wollte auch schon mal nach Teneriffa, oder ich wollte auch in Amerika schon mal bleiben und so. Oder in Australien, als ich damals gedreht habe, dachte ich, das ist ja auch ein tolles Land. Ich war immer getrieben. Und jetzt weiß ich einfach, wo ich hingehöre. Und jetzt stimmt's einfach. Und jetzt gibt's auch das Gefühl. Haus, das ihr lange gesucht habt. Das ist schön, ja. Das ist direkt am See? Nee, aber wir sehen den See. Aber wir haben einen wunderschönen Blick. Warum habt ihr das so lange gesucht? Was war das Kriterium? Der Baustil oder das Besondere am Haus? Nee, das ist oder? Im Chiemgau gar nicht so einfach, noch wirklich was Passendes zu finden. Das muss man erstmal voraussetzen. Entweder es ist rasend teuer. Mhm. Das gibt schon ein paar extrem teure Sachen, die ich mir nicht leisten kann. Aber wirklich, wo du einen Blick hast, wo du die Ruhe hast, wo ich mich auch verstecken kann, wo mich nicht jeder findet. Und so, das ist gar nicht so einfach. Und das ist es jetzt? Für mich schon. Für uns beide ist es das jetzt. Da bleiben wir. Es gab eine Zeit, da habt ihr euch immer so ein bisschen in einen Zirkuswagen zurückgezogen.
Ja, der ist uns zugeflogen, als wir auch noch in Prien wohnten damals. Und da hatten wir ein ganz kleines Haus und man konnte sich nicht ausweichen. Und ich konnte keinen Text lernen, weil es auch sehr laut war. Ein süßes, kleines, aber uraltes Haus in 20er Jahren. Es war wirklich entzückend, aber Holzdecken drin, die rieselten schon ein bisschen. Da kam die Dichtung durch und so weiter. Und wenn man sich unterhielt, hörte man das überall. Und dann dachte ich, Mensch, was machen wir jetzt? Und dann Angelika sagte dann, Mensch, wir haben doch mal da in Niederbayern Freunde von uns, die haben doch ein paar Zirkuswagen gehabt. Hat der die noch oder so? Auf jeden Fall haben wir nachgeforscht und einer war noch zu kaufen, den haben wir damals gekauft und hinten ins Grundstück gestellt. Und das war super. Also erstens für mich. Ist eine lustige Idee, ja. Ja, ist echt toll. Ein Studio wie ein Atelier, ja, eine Rückzugsmöglichkeit. Ja, wunderbar. Zwei Räume drin, ein Schlafraum mehr oder weniger. Einbauten sind drin, das ist 20er Jahre. Uraltes Ding. Hat eine ganz schöne Raumatmosphäre und man konnte da lernen oder sich zurückziehen oder schreiben oder was. Man konnte sich ausweichen. Auch die Kinder haben dann jeweils ein halbes Jahr richtig drin gewohnt mal. Oder wie gesagt, die Indianer dann später. Und der musste ja nun auch mit nach Hamburg. Ach so. Ja. Und da steht er jetzt. Ich wollte ihn verkaufen. Ihr habt ihn wieder mit runtergenommen. Und, ja. Ja. Aber das war mühsam. Das war mühsam. Ich weiß nur, dass der Tieflader, wo er drauf war, er war ein bisschen zu hoch. Das war auch witzig. Und er sagt, er ist zweimal angehalten worden von der Polizei. Ja, weil das geht ja überhaupt nicht. Wie sieht das Auto das aus da? Da muss Zellophan drum. Was? Zellophan drum, sagte der. Passen Sie mal auf, wie ist denn Ihr Name? Und auf welchem Amt sind Sie denn? Wieso? Ja, das ist für ein ganz hohes Tier, ja. Also, ach so, ja, und dann fahren Sie mal weiter. Der hat also wirklich Glück gehabt. Der hat ihn durchgebracht und zurück ging's auch. Aber es ist mühsam gewesen. Und er steht jetzt wieder in eurem Garten. Jetzt haben wir ihn wieder da, ja. Und gibt's auch ein Gemüsebeet im Garten, also Salat aus dem eigenen Garten. Haben wir wieder auch angefangen. Ja, das liebe ich ja total. Die Schneckenplage ist zwar extrem, aber wir haben jetzt gehört, es gibt ein Buch, das heißt Der Schneckenflüsterer. Das habe ich mir noch nicht besorgt, das werde ich mir aber besorgen. Angeblich soll man, wenn man mit denen wirklich redet, also Freunde, könnt ihr auf dem Haufen, bitte macht euch breit, lebt da, freut euch des Lebens. Aber hier, das ist mein Salat oder mein Lauch oder meine Kartoffel oder was immer. Und dann soll das funktionieren. Ah, wünsche ich viel Glück. Ja, ich berichte es dann irgendwann mal. Die Blaue Couch. Jeden Sonntag von 12 bis 2 auf Bayern 1. Immer in Ihrer Nähe. Die Atzorns sind eine Schauspielerfamilie. Herr Atzorn, Ihre Frau Angelika Hartung ist ja eigentlich auch Schauspielerin. Kann man sagen, dass sie die Karriere zurückgestellt hat für ihre drei Männer? Könnte man so sagen. Auf jeden Fall rechne ich ihr das hoch an und ich glaube, die Beziehung würde vielleicht auch nicht mehr bestehen, wenn sie nicht wirklich zurückgesteckt hätte. Eins war uns ganz wichtig, dass die Kinder wirklich jemanden haben, der zu Hause ist, dass sie nicht abgeschoben werden. Und das ist auch so eine Tendenz heute, die mir auch Sorgen bereitet, dass viele ihre Kinder ganz früh abschieben. Und wir wissen ja alle, dass die ersten drei Jahre prägend sind fürs ganze Leben. Und das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, macht mir auch echt Sorgen. Und deshalb bin ich auch mit Frau Dr. Lein nicht so ganz einer Meinung, wenn sie immer sagt, möglichst nach 6 Wochen schon weggeben. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe es auch für eine Frau nicht, weil das ist ja ein Teil von dir, das Kind so früh weggeben zu können, wundert mich auch. Also gut, auf jeden Fall, Angelika, wir haben uns anders entschieden, vielleicht aber auch, was ich vorhin schon andeutete, weil wir selber eine komplizierte Kindheit hatten und wir wollten das verändern mit unseren Kindern. Also wir hatten da ein anderes Commitment, sagen wir mal, und das hat sich wirklich gelohnt auch. Eine Familie, in der es passt, die gut zusammenlebt, die Kontakte hat miteinander, sich gegenseitig besucht, sich gegenseitig hilft und trotzdem gab es auch einmal eine schwere Krise im Leben des Robert Atzorn. Das war die Zeit, in der sie suchtgefährdet worden. Nicht nur eine. Nicht nur eine, es gab schon viele. Die Anfänge waren schon heftig mit uns beiden. Das kann man auch ruhig erzählen, weil man kommt ja raus. Das ist eben für mich auch so wichtig. Wir hatten wirklich große Krisen. Nicht, dass wir uns verlassen wollten. Ich wollte nie eine andere Frau haben, aber wir hatten große Machtkämpfe. Das gab's alles, ja. Und bei mir war Alkohol auch ein Thema. Aber das gehört ja in die Branche sowieso rein. Obwohl, ich habe darüber berichtet dann in der Presse mal, dass ich da ein Problem gehabt habe und dann war ich der Einzige natürlich, der je getrunken hat. Das fand ich auch so toll. Toll kolportiert, ja. Das hat mich dann auch geärgert und da dachte ich auch, soll man es überhaupt erzählen? Es ist Jahrzehnte her und es ehrt sich sehr, dass sie es erzählt haben, aber ja, ich finde es auch, wird natürlich immer noch thematisiert. Ist es noch dieses olle Thema. Das ist dann mit dem Film... Der Trinker? Genau. Kam das natürlich alles wieder hoch und ich dachte, ja, aber vielleicht ist es für einige Leute auch wichtig, dass man es verlassen kann. Weil Alkohol ist wirklich die Hölle. Es ist wirklich ein Gift, womit man sehr aufpassen muss.
Ich meine, Sucht erstreckt sich über viele verschiedene Sachen. Es kann Alkohol sein, es kann Sex sein, es kann Fressen sein, es kann Kaffee sein. Also es ist ja ganz schnell, dass irgendwas dich hat, von dir Besitz ergreift, dass du denkst, ohne diesen kleinen Helper komme ich nicht über die Runden oder sowas, ja. Suchtproblem ist schon einige Jahre her, aber wie haben Sie es damals geschafft? Wie sind Sie rausgekommen aus dieser Falle Alkohol? Na, mit mehreren Faktoren. Einmal musst du erstmal nachgucken, warum trinkst du denn überhaupt? Was ist das Problem? Und entstanden ist es ja dadurch, dass ich früher relativ schüchtern war, auch Angst hatte vor Frauen, Angst hatte auch vorm Spielen teilweise. Oder wie soll ich mich belohnen, wenn ich gespielt habe, hier am Resi zum Beispiel, wie wenn ich nach Hause komme und alle trinken dann Bier, natürlich trinkst du dann auch ein Bier. Da rauszukommen, ist nicht so einfach, wie man denkt. Deshalb haben wir ja auch Seminare gemacht oder so. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich will mich nicht zerstören. Das weiß man ja dann auch, dass es einem nicht gut tut auf Dauer. Und dann musst du einfach sagen, niente, stopp, nada, nix mehr. Da kommen natürlich Entzugserscheinungen. Da war meine Frau sehr stark, weil die kommt ja vom Tanz her. Die ist ja mehr oder weniger Hochleistungssportlerin gewesen. Für die war Alkohol nie ein Problem. Die hat ja auch nie getrunken irgendwas. Und die hat mich sehr bestärkt da drin. Und wenn es abends eben schwierig ist, dann musst du halt eben Tee trinken. Und einfach, wenn der Wunsch kommt, Alkohol, dann musst du einfach strikt sagen im Kopf, nein, es hilft nichts. Du musst einfach aussetzen, total. Robert Atzon ist eines der Gesichter des deutschen Fernsehens. Heute ist er Gast bei Conny Glogger auf der blauen Couch von Bayern 1. Sonntagnachmittag, blaue Couch. Wie sieht denn so ein Sonntagnachmittag im Hause Atzon aus, wenn er frei ist? Das hängt ein bisschen vom Wetter natürlich ab. Wenn das Wetter toll ist, dann machen wir meistens eine Radeltour. Fahren wir irgendwie bis Seebruck und wieder zurück. Oder wenn wir richtig gut drauf sind, fahren wir auch ganz rum. Mit einem kleinen Picknick oder so. Das ist wunderbar, am Chiemsee zu radeln. Oder ein Freund ruft an, fragt, willst du mit auf die Fraßdorfer Hütte oder so? Dann gehen wir auf die Fraßdorfer Hütte rauf. Das Schöne ist ja am Chiemsee oder auch in den Bergen, du fährst auf die Parkplätze rauf und denkst, das sind ja mindestens, oh Gott, das sind ja mindestens, ich weiß nicht, 200 oder 400 Autos da und dann gehst du los und schon nach 3 Minuten hat sich das so verteilt, du bist immer alleine, du läufst in den Bergen immer alleine, das ist das Wunderschöne. Und wir haben auch schon gehört, wenn im Dorf ein Fest ist, dann ist die Familie Atzon auch gerne dabei. Da gehen wir dabei auch sitzt hin. Mittendrin. Sitze ich mittendrin, na, die kennen mich ja auch inzwischen alle. Wir sind wieder im selben Ort gelandet und die freuen sich alle, dass wir wieder da sind und es ist wunderbar. Du kennst praktisch jeden, es gibt auch so ein Gefühl von Sicherheit und auch da ist irgendwie die Welt noch in Ordnung. Ich finde zum Beispiel auch die Tracht so unheimlich schön, wenn denn die Mädels, die jungen Mädchen mit ihren Dirndeln da ankommen, das hat noch so einen Zauber. Der sonst in Berlin ist ja immer Sex und möglichst kurze Röcke und ich weiß nicht was. Und das ist halt so eine Form von Erotik, die ich unglaublich schön finde. Das hat so eine Sauberkeit dabei. Robert Atzon, der Botschafter fürs bayerische Lebensgefühl. Ja, sonst wäre ich ja nicht wiedergekommen. Manchmal schon. Er ist der Kapitän. Er ist Tatortkommissar. Und er war unser Lehrer Dr. Specht. Heute sitzt der Schauspieler Robert Atzon auf der blauen Couch von Bayern 1. Der Schauspieler war nicht unbedingt der erste Berufswunsch von Robert Atzon. Oder vielleicht der Wunsch, aber erst gab es nochmal eine andere Ausbildung. Kunstschule in Hamburg. Ja, das war ein Jahr. Also Grafik, ich war ja auf dem musischen Gymnasium, wo Zeichnen ein Hauptfach war. Und da war ich auch ganz gut. Und deshalb dachte ich, da mache ich einen Beruf draus. Hab dann aber festgestellt, dass Grafik mich verrückt macht. Ich war hungrig aufs Leben, ich war hungrig auf Kontakt und dann sitzt du da vor deinem weißen Blatt und malst deine Buchstaben oder zeichnest irgendwo was im Hamburger Hafen so alleine. Und da dachte ich, oh nee, das ist es doch nicht, das ist es nicht. Und dann hatte ich natürlich immer geliebäugelt mit Theater schon, weil ich habe die ganze Gründgenszeit noch gesehen da als Schüler oder so, diese ganzen wunderbaren Schauspieler. Ob ich das vielleicht auch kann? Na gut, da war ich ein Jahr in Hamburg, dann ging mein Vater mit der ganzen Familie, also mit uns, nach München. Er war Journalist und übernahm eine Außenredaktion hier und er hat viele Schauspieler auch interviewt und so kam ich an Wolfgang Reichmann. Ich weiß nicht, ob Ihnen das noch ein Begriff ist. Ja. Ja, dieser wunderbare, große, riesige Schauspieler und dem habe ich mich da mal anvertraut. Wie ist denn das eigentlich, wie kann man denn das, meinst du, ich könnte das oder so? Und Reichmann sagte, ach Junge, komm mal her, ich zeig mir doch mal was. Und dann habe ich ihm was vorgegeben, was soll ich ihm zeigen? Na, du spielst einfach, du kommst hier rein ins Zimmer und suchst deine Uhr.
Improvisation. Improvisation. Ja, so, da habe ich das gemacht. Fand ich auch toll, hat mir Spaß gemacht. Und ich so, ja, ist ja gar nicht schlecht. Pass auf, ich schicke dich mal zu einer Freundin von mir und da machst du mal ein paar Stunden und dann guckst du mal. Ja gut, und so kam das langsam. Heidi hat mich dann so ein bisschen aufgebaut, dann bin ich hier zur Falkenberg-Schule, habe Aufnahmeprüfung bestanden, bin nach 2 Tagen wieder raus. Weil ich dachte, ich kann das nicht. Ich dachte, ich habe mich so blamiert, ich war so schlecht. Da mussten wir auch eine Improvisation machen. Und zwar mussten wir irgendwie, das werde ich nie vergessen, wir mussten an einem Ufer längs gehen, einen Apfel pflücken und essen. Okay, da waren wir, glaube ich, so 10 in der Klasse oder 12, ich war der Letzte. Und ich hatte mir schon ausgedacht, aha, da machst du das eine da zwischen den Zähnen mal so, dann weiß man, dass es ein Apfel ist und so. Und als ich dran kam, war alles schon gespielt. Und mir fiel nichts mehr ein. Und ich war so scheiße, dass ich dachte, nee, das halte ich nicht aus. Diese Rivalität und dieser Kampf jeder gegen jeden und so. Und dann habe ich, also Brüdern war das, Gerd Brüdern damals, einen Brief geschrieben, ich möchte doch nicht Schauspieler werden. Unglaublich. Ja. Also schon die Aufnahmeprüfung bestanden, schon in der Klasse, schon Unterricht und dann sagen, ich will lieber doch nicht. Ich schaffe das nicht. Ja, ich dachte, ich halte das nicht. Und dann zurück zum anderen Beruf? Ja, dann habe ich mich hier bei der Kunstgewerbeschule irgendwie so für Grafik und Design und irgendwas, da habe ich mich da beworben und dann habe ich gedacht, eigentlich kneife ich ja auch. Ja, eigentlich, und ich gehe so gerne ins Theater und eigentlich möchte ich auch mit denen in Kontakt sein und so. Naja, und dann bin ich auf jeden Fall, habe ich nochmal eine Aufnahmeprüfung gemacht hier auf der privaten Neue Münchner Schauspielschule und dann habe ich da 2 Jahre gemacht. Und den Zeichenstift gibt's den noch manchmal, weil das Talent bleibt ja. Ich zeichne ganz selten, nur ich zeichne nur manchmal noch so ein paar Comics, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe meiner Frau gegenüber, weil mir nichts eingefallen ist zu ihrem Geburtstag oder irgendwie, oder gerade kein Geld da ist oder so, dann zeichne ich einen Comic und ist sie sowieso begeistert. Das wird sie sowieso viel besser als alles andere. Jetzt haben wir über die Anfänge geredet. Was steht in nächster Zukunft an? Welches Projekt gibt's? Ja, da gibt es 2 größere Projekte. Den Kapitän haben sie mir leider gestrichen. Aus Kostengründen, was Schade. Ich ganz bedauere. Ja. Gut, aber ich mache mit Zinezentrum Uli Lenze auch einen Mehrteiler. Da geht's um einen Psychologen, der in der Polizei als Berater arbeitet, der Polizei vor die Nase gesetzt wird, um Vermisste zu suchen. Er hat einen irrsinnig guten Instinkt, kommt aus Amerika, hat Riesenerfahrung und daran arbeiten wir gerade. Und im Herbst sehen wir noch eine Komödie, die ich mit Eva Mattes gespielt habe. Die heißt Das Glück ist eine Katze. Da geht es um einen Nachbarschaftsstreit und die Katze ist so das verbindende Element. Ich dachte, oh nee, eine Katze, da kommt man ja nie gegen an. Aber es war so originell geschrieben, dass ich dachte, das machen wir doch. Und Eva ist eine wunderbare Partnerin gewesen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also Robert Atzon in einer komischen Rolle? Ja, das liebe ich ja sowieso. Ich habe das früher mit Jutta Speidel schon mal eine Komödie gespielt. Dann habe ich Küss mich Kanzler gespielt. Irgendwie geht das nicht weiter mit den Komödien. Und das ärgert mich sowieso. Ich habe jetzt wieder eine, auch in der Arbeit. Und das kommt nächstes Jahr irgendwie, werden wir die wohl drehen. Das ist auch eine wunderbare Geschichte. Über einen Testfahrer, der stockkonservativ ist und natürlich auf eine Frau trifft, die ultragrün ist und so und die sich irgendwie annähern müssen. Das ist auch ganz witzig. Ich finde, Komödien kommen zu kurz. Wir haben zwar die Sparte Comedy, die ist ja nun voll von vorne bis hinten, jeden Freitag, Samstag, Sonntag, das sehen wir ja viel. Und wir haben die Sparte Krimis, das ist auch Gewalt, Gewalt, Gewalt. Das haben wir auch fast im Übermaß. Und dann haben wir noch die Schnulzen, so Pilcher und sowas. Aber so richtig intelligente Komödien fehlen irgendwie noch. Und dafür setze ich mich schon seit Jahren ein. Aber entweder trauen sie mir das nicht zu oder was, obwohl das alles ganz gut lief, was ich gemacht habe. Aber das liebe ich total. Und ich hoffe, dass wir in der Richtung intelligente Komödien da... Schöne Geschichten. ...was anschieben. Lustig erzählt. Ja. Das haben jetzt alle gehört und ab sofort gibt's endlich wieder richtige Bücher dafür. Ja, ich bin sicher. Die blaue Couch. Jeden Sonntag von 12 bis 2 auf Bayern 1. Immer in Ihrer Nähe. Und zum Schluss auf der blauen Couch das Letzte. Wir haben schon gehört, Sie haben mit Ihrer Frau Angelika einmal in Prien ein Lokal aufgemacht. Mhm. Und das habe ich auch in der Zeitung gelesen, habe ich mir gedacht, Respekt, sehr, sehr mutig. Ja. Das wäre aber nicht so gewesen, dass Sie selbst kochen, weil Sie gar nicht so gerne kochen. Aber Sie schnipseln gerne und bereiten gerne vor. Das stimmt. Vor. Ja, wir kochen gerne zusammen, aber sie macht das alles. Ich sage immer, was soll ich machen? Und dann mache ich das. Wasche den Salat, schnibbel das Gemüse und so weiter. Oder hol's aus dem Tiefkühlfach irgendwas raus. Das mache ich gerne. Ihr macht sich ich wasche auch ab. So. Das mache ich auch gerne. Das oder räum auf. Lobenswert. Ja, weiß ich nicht. Mich entspannt das immer total. Kochen, das ist jetzt auch unser Stichwort für die Rubrik Das letzte Mal. Dreht sich heute um Kochbegriffe. Es muss aber nicht immer die Küche gemeint sein. Wann haben Sie das letzte Mal etwas anbrennen lassen?
Ja, wie soll ich denn das verstehen? Na, noch nie. Da ich nicht koche, ich habe nur einmal was anbrennen lassen. Aber das ist, weil ich mache ja entweder noch Spiegeleier oder hartgekochte Eier, da bin ich ja Weltmeister. Ah, doch, zu viel. Ja. Ja. Und die hartgekochten Eier, die hatte ich vergessen, weil das sind ja immer in 12 Minuten. Und da war ich im Garten irgendwie und plötzlich kommt da ein Gestank raus. Also das riecht wirklich übel, das wünsche ich keinem. Das kein noch Wasser mal. Mehr drin. Hä? Kein, so lange, Wasser, kein mehr. Wasser mehr. Pech, schwarz, irgendwie so was Verkrüppeltes. Und ja, du kannst gleich alles wegschmeißen. Aber du musst tagelang lüften, das stinkt so lange ja gekocht bestialisch. Und die sind immer noch nicht weich worden. Na, ne, hart waren es schon, aber Pech, ne, das gegen Kohle war das. Das also war Kochen ist nicht so seins, aber das Vorbereiten, das Helfen, das Schnitzeln. Ja, das mache ich gerne. Wann zum letzten Mal in den Finger geschnitten? Auch nicht beim Kochen, aber ich habe mir den Finger geschnitten jetzt mit dem Teppichmesser, als wir beim Einrichten waren und ich natürlich handwerklich wirklich ganz vorne dran mitgeholfen habe, da die Dampfsperre zu erneuern bei uns im Haus, die irgendwie falsch eingebaut war. Und dann habe ich mit dem Teppichmesser leider mir in den Finger... Aber das tut weh. Ja, das blutet wie Sau. Rank und schlank sitzt er da und hat wahrscheinlich auch keine Probleme mit der Figur. Doch. Wann haben Sie das letzte Mal gefastet? Doch, ich esse schon. Schon? Ja, aber gefastet haben wir auch gerade jetzt neulich mal bei Buchinger da am Bodensee. Und das war schon eine super Erfahrung. Wir haben sonst immer nur hin und wieder mal eine Ayurveda-Kur gemacht. Und diesmal waren wir beim Buchinger. Und das ist schon toll. 9 Tage gefastet, 2 Tage Abbau, 2 Tage Aufbau hinterher. Du kannst ja Massagen nehmen oder kannst irgendwas machen, hast auch ärztliche Betreuung, haben einen wunderbaren Swimmingpool. Das war total schön. Und keiner isst. Oh, schön. Man kriegt dann nur einen Saft. Ja, deshalb schön. Ist nicht schlimm. Es ja. zieht einem also nicht so einen Schweinebratenduft in die Nase oder es trinkt auch keiner da Alkohol, einen Wein oder irgendwas. Insofern ist es relativ leicht. Natürlich, die ersten paar Tage sind bitter, aber dann denkst du, okay. Und dann kannst du wunderbar meditieren, auch weil die Birne so klar ist. Deswegen habt ihr es wahrscheinlich auch gemacht, weniger um Gewicht zu verlieren. Ja, mir für die Reinigung, die innere. Und das ist eine tolle Erfahrung. Das heißt, so ein Stück Kuchen am Sonntagnachmittag ist keine Sünde, sondern darf durchaus sein. Ja, und wenn wir dann wieder zu viel drauf haben, dann fahren wir halt wieder hin, dann machen wir es nochmal. Rubrik heißt das letzte Mal. Ich sage jetzt einfach, wann kommen Sie bitte das nächste Mal zu uns? Es war wunderschön, mit Ihnen zu plaudern. Ach, herzlichen süß. Dank. Das ist sehr lieb. Ich bedanke mich auch. Es war schön, dass ich eingeladen wurde, hierher zu kommen mal. Ich wünsche eine gute Fahrt nach Hause. Danke. Bayern 1 hören, wir begleiten Sie ein Stück. Super, mache ich. Schauspieler Robert Azzorn auf der blauen Couch von Bayern 1.